Tja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, es ist wieder herrliches Wetter und ich bin heute mal unterwegs an der Elbe. Allerdings nicht zu Fuß, ich mache eine Tour mit dem Simson. Mal gucken, ich habe so eine Idee, wo ich hin möchte. Ich weiß nur nicht, wie ich da so hinkomme. Es wird schon irgendwie werden, wir werden schon ein Plätzchen finden. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem Aussichtsturm. Kann ich das mal kurz zeigen hier? Das ist eine schöne Ecke. Da kann man schon rüber gucken. Das da drüben ist die Ostseite, ich bin auf der Westseite schon. Bin über die Brücke rüber und bin jetzt auf dem Weg Richtung Gato. Und dann da hinten nachher irgendwo ist gegenüber von Lenzen, hohe, keine Ahnung, wie so heißt das. Da möchte ich hin. Ja, wie gesagt, das ist eine schöne Gegend hier. Und hier bei diesem Aussichtspunkt, da kann man sogar grillen. Das ist extra ein Grillplatz, zeige ich euch nochmal gleich. Na gut, weiter geht's. Sind die Dürmützer oder die Schmöhlener Dünen, Wanderdünen. Da können wir auch noch mal hin. Das ist eine schöne Ecke, da ist auch so eine kleine Wanderfahrt noch rum. Das ist auch sehr schön, war ich schon mal in den Kiddies. Könnten wir noch mal wiederholen. Gut, jetzt gehen wir erstmal runter. Ja, wie gesagt, heute mit Moped unterwegs, mit meinem Roller, ein paar Sachen mit, Hängematte, Rucksack dick gepackt. Ich habe auch für heute Abend noch ein bisschen was auf mich, ein Papierchen, die soll nicht fehlen. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Schutzhütte, da kann man drinnen sitzen, essen. Nicht schlecht gemacht, die ist auch noch nicht so alt. Im Pönwendland. Keine Schmierereien, nicht groß, nicht viel. Bisschen Kleinkram. Okay. Komm, gelten lassen. Aber hier haben auch schon welche drin gesessen und gegrillt. Und hier haben wir eine offizielle Grillstelle. Also, das ist wieder typisch. Kaum über die Elbe rüber. Das ist Westregion. Da hast du sowas bei uns. Vergebens. Geil. Völlig einfach geil. Rausfahren, hinsetzen, grillen. Das ist doch mal was. Ja, angekommen. Höbeck. Aussichtspunkt. Jetzt kann man da hinten. Gucken wir mal, ob wir das drauf kriegen. Da oben so schnell. Da fährt die Fähre von Lenzen. Da hinten der See, der noch zu sehen ist, das ist der Rudorsee von Lenzen. Kann man hier auch schon schön den Funkturm sehen. Der andere auch noch. Jetzt bin ich ja schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Schön. Ja, ist auch ein schöner Berg. Einwandfrei. Gefällt mir. Da
Wiesen und dann weiter links rüber. Das sind dann nachher die Berge von Hitzacker. Hügel, Berge. Mal gucken. Ich wollte hier hinten irgendwo ein Plätzchen suchen für die Hängematte. Irgendwo da. Mal gucken. Da sind ziemlich viele Leute unterwegs. Das wäre jetzt blöd. Na, schauen wir mal. Tja, ich habe mein Plätzchen gefunden. Nach langem Suchen hin und her habe ich endlich eine Stelle, wo es mir gefällt. Wo ich auch mit dem Moped hinkomme. Wieder so ein bisschen runter, sehr schön. Kann ich heute Abend noch oder nachher noch den Sonnenuntergang genießen. Jetzt mal so ein Weilchen plötzlich mal halten. Kann ich mich hier schön in der Kante hinsetzen. Eine Stille ist hier. Diese da hinten zwischen den beiden, da werde ich meine Hängematte aufbauen. Da es trocken bleibt, werde ich auch kein Tarp benutzen. Nachteil, da hinten gleich sind schon die ersten Häuser. Aber die sind weit genug weg. Gehe ich mal von aus. Gut, dann mal aufbauen. Ja, dann wollen wir mal. Und fertig. Das Fußende könnte noch ein bisschen höher. Ne? Jetzt noch Schlafsack rein, Isomatte rein und wir sind fertig. Und dann geht's über zum gemütlichen Teil. So, jetzt ist alles fertig und jetzt geht's los. Ja, die erste Zecke habe ich auch schon abgesammelt. Ich glaube auch nicht, dass es die letzte bleibt. Und bei meinem Glück werde ich bestimmt auch welche haben, die sich wieder festgebissen haben. Ja, ist halt so. Geimpft bin ich ja gegen die Gehirnhautentzündung. Also. In diesem Sinne, Stößchen, achso, Werbung. Herrlich, die Sonne ist echt geil. Heute ist ja der 22.06. Gestern war ja Sommersonnenwende. Das heißt, es bleibt lang hell heute noch. Ja. Aber die Tage werden jetzt wieder kürzer. Pröschen auf die Gesundheit. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht so genau, wo ich hier bin. Ich bin hier einfach bloß so auf gut Glück durchgefahren. Hab geguckt, dass ich irgendwo ein Plätzchen finde. Dann schauen wir erstmal nach, wo ich hier genau bin. Brünkendorf, in der Nähe von Brünkendorf bin ich. Da wäre bestimmt noch eine schöne Stelle gewesen. Naja, ich habe hier auch eine schöne Stelle. Was soll's. Auf jeden Fall kann ich hier die Sonne genießen. Bei den anderen Stellen hätte ich bestimmt das nicht gekonnt. Und das möchte ich auch mal werten. Ja. Oh oh.
Blackberry mit Wodka. Stößchen. Oh. Tja, warum ist es momentan ein bisschen ruhiger geworden auf meinem Kanal? Das Jahr fing beschissen an. Kann man so sagen. Ja, so einige werden es von euch hier mitgekriegt haben, dass mein Onkel durch irgendwelchen Leuten oder irgendwelche Personen ermordet wurde. Ja, ist ein bisschen schade, die Geschichte. Vor allen Dingen, dass die Polizei nichts machen wollte. Da sind natürlich viele Spuren vernichtet, die vielleicht hätten helfen können. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt beim Einkaufen, dass diejenigen oder derjenige oder diejenige hinter einem vor in einer Kasse steht oder an einem vorbeifährt, schon geht mir schon ein bisschen an den Nieren die Geschichte. Ja. Und aus dem Grund traue ich mich zurzeit nicht so in den Wald, weil ja niemand weiß, wer das war. Und die Polizei auch nicht so wirklich vorankommt. Die haben jetzt so 2000 Euro Belohnung ausgesetzt. Ob sich da was schon getan hat, die schweigen ja auch. Naja gut, ist ja auch Mordermittlung. Ist trotzdem scheiße. Scheißbullen. Ah ne, das schneiden wir raus. Schnitt. Ach ja, Leute. Das ist echt. Da laufen Mörder umher oder Mörder, Mörderin, wie auch immer. In unserer Gegend. Diese Skrupel abschalten. Keine Ahnung, wie die das machen. Ob das nur wegen dem Geld war. Wer weiß. Vielleicht kommt es ja noch mal irgendwann raus. Lass uns mal überraschen. Ja, jetzt war ich gerade gucken. Beim Simi da hat das vorhin so geschliffen, so komisch. Es kam so schleichend. Bin mich vorhin in einen Berg hochgefahren und fing das nachher an. Ich denke, guck mal. Die Kette, so lose, habe ich noch nicht erlebt. Vor allem, ich habe die zu Hause noch gespannt. Aber na gut, das Moped hat 20 Jahre im Schuppen gestanden. Ich habe es jetzt dieses Jahr rausgeholt, es ist im Originalzustand. Oder so gut wie im Originalzustand. Ich habe getauscht den Kondensator gegen den außenliegenden Kondensator. Und die Zündspule, aber die ist nicht die Primärspule, entschuldige ich bitte, die Primärspule habe ich getauscht. Aber irgendwie ist das noch nicht ganz ausgereift, das Ganze. Der hat im unteren Drehzahl noch hin und wieder im Aussetzer, hat aber eine rehbraune Zündung. Also die Kerze ist rehbraun, funkt, macht und tut, aber irgendwann immer zwischendurch mal, als wenn der Funke irgendwo weggeht. Zündspule habe ich schon getauscht, ist auch eine andere drin, die ist definitiv heile. An der kann es nicht liegen. Zumal das gleiche Problem ja auch mit der anderen Spule ist. Also von zwei Spulen das gleiche Bild ist eher selten. Werde den Fehler noch finden. Könnte noch immer an der Primärspule liegen, ist ein Nachbau. Und mit Nachbauspulen habe ich schon so einige Problemchen gehabt, gerade mit den innenliegenden Zündspulen. Die kürzeste hat gehalten, 15 Kilometer, da war die schon wieder kaputt. Ja, passiert. Aber nicht ganz unschuldig war ich auch dran, denn das hier hinten diese Kontaktfahne, oder wo die beiden ja zusammen, die Kabel zusammen gemacht werden, da ist hinten ein Überspannungsschutz dran praktisch, oder wenn der Funke nicht weg kann, dass der dann dort, und das war bei mir nicht gegeben, so dass der
Funke dann durch die Spule irgendwo sich entleert hat, quasi die Isolierung damit kaputt gemacht hat. Ja. Musste ich mich auch erst belesen. Jetzt habe ich das behoben, den Fehler, und die Spule wird jetzt halten bei der S50. Ja. Gut, ich muss den Rest noch wieder ranschrauben. Und dann hoffe ich, dass es das Problem gewesen ist mit dem Schleifen. Ich jetzt noch eine Probefahrt machen, es ist 7:30. Boah, eine kleine kann ich noch machen. Noch bin ich nicht betrunken. Kleines Pläuschen mit Staggi. Grüßi. So, Probefahrt ist gemacht. Es lag an der Kette, das Schleifen. Die hat richtig durchgehangen, ey. Ha, Junge, Junge. Aber ist nicht runtergesprungen. Ja, ich habe gerade noch eine schöne kleine Runde gedreht. Das ist wirklich ein geiles Gelände hier. Echt herrlich. Das Wetter passt. Sonnenschein. Ganz leichter Wind geht jetzt noch. Ist auch angenehm, sonst wäre es glaube ich zu warm. Schon nicht schlecht. Ja. Und darum. Prüstchen. Geil. Oh. Besser wird der Schnaps auch nicht. Ja, schön. Endlich wieder draußen. Ich habe mein Moped, ich habe die Natur, ich habe meinen Rucksack und ich habe mich. Und das reicht. Und endlich wieder draußen schlafen. Habe ich überhaupt dieses Jahr schon? Naja, stimmt. Ich habe ja schon Biwak gemacht. Biwak habe ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Im Garten habe ich schon mehrfach geschlafen. Ja. Das wird, glaube ich, ein langes Video. Oh mein Gott, was habe ich denn da angestellt? Da ist doch schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Gesichtserkennung ist an. Wieso? Hallo? Ja. Yeah. Oh, mein blauer Fleck tut mir weh. Oh. Nur Pech dies Jahr.
Treppe abgeschmiert, aufs Aquarium gefallen, 180 Liter Wasser entleert. Schön ist. Ja, nur Pech dies Jahr. Ja, was soll's. Jammern nützt nichts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Tja, hier ist gerade Marder durch mein Lager gelaufen. Geil. Richtig schön. Ich war ganz leise. Das ist gar nicht mitgekriegt, dass ich überhaupt da war. Ganz so schön. Und drüber zu den Häusern. Wahrscheinlich holt er sich dann Hühnchen. Ich habe aber keine gehört. Aber schon nicht schlecht. Der sah gut aus. Hier stört er mich ja nicht. Zu Hause, wenn man eine Hühner tot macht, das mag ich dann ja auch wieder nicht. Hier ist Party. Party. Ja, so langsam wird es ein bisschen frisch. Aber es ist halt nicht mehr. Und jetzt ist unten halt eine Pferdewiese. Pferdewiese. An alle da draußen. Wer ist noch draußen? Guck mal, kann man eine Linse so ein bisschen, wenn die wackelt, sieht man. Immer noch Sonnenbrand im Gesicht und das wird heute Nacht nicht besser werden. Nein, das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Vorhin ist auch schon ein Schuss gefallen, also das heißt, die Jäger sind auch unterwegs. Es ist auch ein geiles Wetter noch. Vögel zwitschern schön. Geil. Einfach nur geil. Irgendwie zieht mich das magisch an, genau in Windrichtung zu liegen. Na, ich meine, hat ja auch Vorteile beim, dann ist das gleich weg und steht nicht, quasi. Ja, komme ich eigentlich erkennen? Oh ja, ich sehe schon recht alt aus heute Abend. Oh, der Bart ist noch nicht gekämmt und geflochten ist er auch noch nicht. Achso, da ist die Linse. Da ist die Linse. Linse, Linse, Grinse, Grinse. Ah, Stößel. Da. Der Rehbock hat umgesattelt. Der ist da hinten jetzt. Da habe ich mich vorhin gewittert und dann hat er Reis ausgenommen. Zack, zack, weg war er. Ja, was ist das? Was für eine Augenfarbe habe ich auf dich? Hm? Braun, grün, blau. Moosgrün, wenn ich gesagt. Moosgrün. Wir gucken mal. Verdammt, kein Moos hier. Das ist Moos, nicht das Gras. Verdammt. Da. Oh, ein Glühwürmchen. Och, je. Komm zurück, komm her. Oh, das hat sich genau hier vorne hingesetzt. Sieht man das? Oh, bestimmt nicht, ne? Schade. Ich glaube, ich habe zu hell geleuchtet. Hat gedacht, ich bin jetzt auch ein Weibchen. Dann nicht, dass er noch andüst hier. Wo ist er denn? Da ist er. Sieht man den Käfer da? Das ist das Glühwürmchen. Hey Kleiner, flieg mal wieder mit. Morgen, ihr seid ja auch schon da. Oha. 7.40 Uhr. Und die Sonne ist da. Oh, ist das geil. Ja, war eine traumhafte Nacht. Es muss doch wärmer gewesen sein, wie Jan gesagt.
Schön. Ja, dann wollen wir mal. Ja, mein Frühstück. Niam, niam, niam. Wird erstmal schön deniert. Oh, dann packen wir zusammen. Die Sonne ist schon wieder draußen, Leute. Die Sonne, es ist herrlich. Wunderbar. Ich wurde heute Morgen schön von der Sonne geweckt. Du hast richtig schön warm an der Nase auf einmal. Geil. Genau so muss es sein. Draußen in der Natur einfach sein. Mank den Tieren sitzen. Über Nacht war noch ein Igel, der ist hier vorne vorbeigelaufen. Was hat so richtig so... Ich denke, was ist das denn? Da hat sich angehört, als wenn das ein Riesenvieh ist. Geguckt? Nö. Ein kleiner Igel. Guckte mich ganz blöd an und ging einfach weiter. Ist hier wieder heil, ne? Schön. Sind das Trichterspinnen oder irgendwelche anderen Käfer? Muss ja. Das sind wahrscheinlich so eine Fallen, dass wenn dann ein kleiner Käfer oder irgendwas hier reinfällt, sich hier drin bewegt, dann kommt derjenige, der da die Falle gebaut. Da! Tatsache! Da! Geil! Funktioniert! Da ist tatsächlich irgendein Käfer unten drin. Ne? Fällt derjenige nicht mehr drauf rein. Tja, falls ihr wisst, was das ist oder welches Tier dahinter steckt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Tja, alles beräumt. Ist nichts mehr zu sehen, dass ich mal hier war. So soll's sein. Herrlich. War ein schöner Platz. Bombe, echt Bombe. Jetzt wird noch ein bisschen durch die Gegend gefahren. Relaxed. Mit der schönen Simi.